weg. Ich bin's. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Es tut mir alles so schrecklich leid. Ich wünschte, ich könnte mit irgendjemandem reden. Alles bricht zusammen. Es ist kaum zu glauben, was hier vor sich geht. Ist schon seltsam. So ein kleines Ding. Wie oft hast du dir das schon angesehen? Sie scheint dir wirklich zu fehlen. Keine Sorge, wir sind fast da. Und sobald wir an Bord sind, kannst du sicher nach ihr sehen. Hört sich an, als hättet ihr eine Menge nachzuholen. Okay, wir sind da. Orbit wird synchronisiert. Der ganze Ärger wegen dem Felsbrocken. Der Abbau von Rohstoffen im All ist ein lukratives Geschäft, Miss Daniels. Glaubt man den Experten, gibt es auf Aegis 7 massig Gold, Kobalt, Silizium, Osmium. Und wo ist sie jetzt? Ada, wir haben Sichtkontakt. Das ist also die Ishimura. Die USG Ishimura, das größte Abbauschiff seiner Klasse. Und scheinbar waren sie schon fleißig. Warum ist denn alles dunkel? Man sieht nicht ein einziges Licht. Corporal, bringen Sie uns weiter rein und rufen Sie sie. Passen Sie auf das Trümmerfeld auf. Wir sind hier, um Ihr Schiff zu reparieren, nicht unseres. USG Ishimura, hier spricht das Notfallteam der USG Kalyan in Antwort auf Ihren Notruf. Bitte kommen, Ishimura. Sie müssen das Signal verstärken wegen des Energieproblems. Ja, wissen wir. Signal verstärken. Noch mehr? Ich habe noch nie von einem kompletten Kommunikationsausfall auf einem der Dinger gehört. Bei 1000 Leuten an Bord müsste doch irgendjemand sein Handy nehmen und... Was ist das? Ein defektes Array, wie wir erwartet haben. Ich tippe auf ein Problem mit dem Encoder. Bringen Sie uns da runter, dann kümmere ich mich mit Isaac darum. Dürfte nicht länger dauern als 48 Stunden. Sie haben die Lady gehört. Bringen Sie uns rein, mal sehen, was wir tun können. Gravitationsstrahl aktiviert. Automatisches Undock-Manöver eingeleitet. Verfluchte Scheiße! Sir, die Undock-Bruch! Was ist los? Wir sind ab vom Kurs, wir haben die Hülle! Fahren Sie die Schäde hoch! Ihr Traktorstrahl ist defekt. Schalten Sie sofort auf manuell um! Sind Sie irre? Sofort abbrechen! Nein! Wir können es reinschaffen! Corporal, das war ein Befehl! Das Feld ist zu stark! Bei der Distanz abgebrochen, wären wir direkt in die Ishimura gekracht. Kommen Sie also wieder runter und dann an die Arbeit. Corporal, erstatten Sie Bericht. Der Portbooster reagiert nicht. Und wir haben den Autopiloten mitsamt Kommunikation verloren. Wird eine Weile dauern, das zu reparieren. Organisieren wir uns noch ein paar Helfer im Besatzungsraum. Halt still, Isaac. Ich synchronisiere gerade alle Rigs mit dem Schiff. Okay, fertig. Alle sind topfit. Also, wir haben immer noch einen Job zu erledigen. Es geht los. Und damit herzlich willkommen hier zu Dead Space 1. Ich habe mir gedacht, ich habe momentan gar kein Singleplayer-Projekt und ich wollte einfach mal gucken, wie Dead Space 1 jetzt noch so wirkt und wie das Spiel an sich jetzt noch so ist und ob das als neues Projekt quasi auch Sinn macht oder ob das überhaupt noch Spaß macht. Ich habe das Spiel schon ein paar Mal durchgespielt, trotzdem ist das schon ein Weilchen her. Damals sogar noch auf dem iPod gab es das, glaube ich, ja genau. Und, aber das ist schon ein Wäldchen her. Also, viel weiß ich da, glaube ich, nicht mehr. Ah ja, genau, das ist Dead Space 1. Ich muss jetzt gerade mal noch kurz gucken. Gut. Müsste funktionieren mit der Aufnahme. Ich hoffe es mal. Das sollten wir mittlerweile wissen von anderen Games. Trotzdem ist es etwas komisch.
dass man quasi über die Schulter hier blickt. Sie haben nicht die Verbindung zum Podbooster verloren, Sie haben den Podbooster verloren. Unglaublich. Oh je. Das sieht schon cool aus, auf jeden Fall. Bitte warten. Okay, dann warten wir mal. Ich schätze, hier ist nirgendwo mehr Saft. Isaac, gehen Sie darüber und hacken Sie die Türsteuerung. Dann machen wir das mal. Tada! Können wir noch nicht benutzen, aber das ist es echt. Mir ist es gar nicht mehr so bewusst gewesen, dass das hier quasi so von der Steuerung ist. Man verlernt halt doch einiges, ne? Gewesen. Hier drin sollte Sicherheitspersonal sein. Ja, sollte, ist aber nicht. Hier ist keine Menschenseele, ich empfange keinerlei Signale. Die Sicherheitskonsole ist noch aktiv. Isaac, loggen Sie sich ein und sehen Sie nach, was Sie finden kann. Kendra, Sie bringen den Aufzug wieder zum Laufen. Geht nicht. Wir haben keinen Saft. Dann leiten Sie die verdammte Energie um. Hören Sie. Ist das da vorne die Sicherheitskonsole? Ach, da muss man sich echt dran gewöhnen. Ich hab's. Wir bringen das Computer-Display online. Mit dem Lokalisierungsdienst hat auf keinem Bildschirm. M? Okay. Lokalisierer. Puh, ja, ich hab das. Da merkt man erst, wie lang das schon wieder her ist, ne? So, okay. Willkommen. Sieht nicht gut aus. Also es ist ganz schön für 2008 sieht das schon relativ gut aus, muss man schon sagen. Schwierig, sich hier zu bewegen. Die Luft scheint wieder zu zirkulieren, wäre ja mal ein Anfang. Oh fuck, wir sind davon eingesperrt. Die automatische Quarantäne muss ausgelöst worden sein, als das vierte System wieder angesprungen ist. Also ganz locker bleiben. Nicht locker bleiben. Was war das? Haben Sie das gehört? Ich weiß, was passiert. Ich bin mir nicht sicher. Was zum Teufel? Scheiße, irgendwas ist hier mit uns im Raum. Mach zu! Boah! Shit, Mann! Ja, Dead Space, wo hat man sich da wieder drauf eingelassen, ne? Ah, da muss man sich halt erst wieder dran gewöhnen an diese Überschulter.
Wie kann man das hier überhaupt aufnehmen? Gliedmaßen, ja. Ach ja. Oh ja, da freue ich mich schon wieder drauf. Geil. Natürlich nicht vergessen zu looten. Das können wir nicht aufsammeln, okay. Boah, ja! Ja, okay. Übertreiben sollen wir es jetzt nicht. Oh je, yeah, ja. Sind wir ein bisschen zu spät gekommen. Schade. Ach, daran kann ich mich noch erinnern. Und die Atmosphäre ist natürlich schon geil. Da muss ich in die Steuerung, muss ich erst wieder ein bisschen reinkommen, ne? Hier spricht Benson. Alle mal herhören. Sie benutzen die Lüftungsschächte. So bewegen sie sich durch das Schiff. Bleibt weg von den... Achtung! Zurück! Zurück! Türen ist wegen der Quarantäne verriegelt. Wir müssen jetzt zur Brücke, aber dafür müssen wir erst das Monorail-System reparieren. Sie sind doch irre, Hammond. Sie werden uns alle umbringen. Wenn Sie auf mich hören, werde ich Sie hier rausbringen. Also, was ist jetzt mit der Monorail? Oder wie? Okay. Die Platine ist durchgeschmort, aber im Wartungssektor sollten wir Ersatz finden. Der Tunnel wird außerdem von einer defekten Monorail blockiert, die repariert werden muss. Okay. Mist. Alles ist auf der anderen Seite der Quarantäne. Wir kommen nicht hin. Nein, wir nicht. Aber Sie. Isaac, wenn ich auf der Brücke bin, sollte ich Zugriff auf die Personalakten haben. Reparieren Sie die Monorail, dann helfe ich Ihnen, Nico zu finden. Wir warten. Wir können einfach B machen, dann sehen wir, wo wir hin müssen. Und wir verfolgen jetzt erstmal die Aufgabenziele, die wir bekommen. Können wir nicht kaputt machen, schade. Jetzt gucken wir erstmal, ob wir in die Richtung können. Tatsächlich, okay. Die hätten wir vorhin schon zerkloppen können. Warum hat das nicht funktioniert?
Hab ich's mir doch gerade noch gedacht. Ich hab's noch angeguckt, ne? Hab ich gedacht, okay. Eigentlich sieht das noch voll lebendig aus. Speichern. Sehr wichtig. Speichern ist mir immer sehr wichtig. Ach, guck, verschlossen. Okay, gut. Das nehmen wir natürlich mit. Hier spricht Benson von der Monorail-Technik. Wir haben was rausgefunden. Smith hat einen umgelegt. Es hat keinen Zweck, auf ihren Körper zu schießen. Ihr müsst die Gliedmaßen abschneiden. Schnappt euch einen Cutter oder sowas und dann zerlegt sie. Ja, später gibt's auch noch eine Motorsäge. Es bringt nichts, wenn sie auf die Körper schießen. Ziehen sie auf die Gliedmaßen, zerstückeln sie sie. Das sollte funktionieren. Ich hasse ja so große Räume, ne? Da kann man viel liegen lassen. Und hier sind auch überall Lüftungsschächte. Ach, das war das. Aber wir wollen jetzt erst noch was anderes ausprobieren. Schade, funktioniert nicht. Boah, bin ich gerade erschrocken. Weil das plötzlich so aufgestanden ist, ne? Shit. Speichern ist gut. Speichern ist sehr gut. Zack. Speichern ist sehr gut. Aber speichern heißt auch... So, da war ich kurz draußen. Boah, das liebe ich oder hasse ich an Dead Space. Diese Momente, wenn es plötzlich dunkel wird. Ah, das ist für 2008. Wie geil ist das denn gemacht, ganz ehrlich? Und ich fand bisher... Okay, das dritte habe ich jetzt, glaube ich, noch gar nicht gespielt. Aber sonst kann ich sagen, dass ich das erste besser finde als das zweite auf jeden Fall.
Und ich finde, auf höchster Einstellung kann man das grafisch auf jeden Fall schon betrachten. Bei dem Armmechanismus helfen. Okay. Okay. Ist das jetzt gut? Da fällt jetzt gleich, glaubt, der Strom aus. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. So muss man das übrigens machen. Manuell hin. Okay, dann müssen wir es halt manuell machen. Funktioniert? Warum funktioniert das jetzt nicht? Wir nehmen natürlich alles mit. Habt ihr das gesehen? Ich hab den noch mit... Ich hab den noch erwischt mit Stase-Gedöns. Das hätte ich nicht mehr gedacht, dass ich den noch erwische. Okay, Waggon 8 ist kaputt. Wir haben ihn zwar ins Depot geschafft, aber jetzt ist der Verlader hinüber. Ich brauche hier unten sofort ein Stase-Modul. Wenn wir das Scheißding nicht von den Schienen kriegen, wird es das ganze System lahmlegen. Das heißt, wir müssen jetzt wieder zurück, oder? Ja. Funktioniert verdammt nochmal nicht. Defekten Waggon ersetzen. Müssen wir da hoch? Ja. Sehr komisch. Was müssen wir da jetzt machen? Jetzt hänge ich da wieder. Springen können wir nicht.
Lassen wir diese toten Dinger jetzt her. Das funktioniert doch nicht. Der Waggon ist auch defekt. Also können wir da oben vielleicht den noch ersetzen? Das würde mich jetzt noch interessieren. Kommen wir da... Wir müssen, glaube ich, zurück.